Hallo, mein lieber Skorpion, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Jetzt zu deiner Legung für den Monat August 2024. Wir schauen uns dieses große Kartenbild jetzt genauer an. Ich werde dir erklären, was im Einzelnen hier liegt, welche Themen es sein können. Es muss nicht alles mit dir in Resonanz gehen. Schau da bitte selber und fühle rein. Es ist eine allgemeine Legung. Das bedeutet, es kann nicht für alle zutreffen. Du bekommst am Anfang eine Kurzzusammenfassung und dann gehen wir in die genauere Erklärung. Gelegt habe ich das Ganze mit den Karten von Angelina Schulze. Findest du unten in der Infobox. Und jetzt starten wir bzw. ich. Dein Thema in den nächsten 4 Wochen sind Nachrichten, Informationen, Angebote und Chancen, die wertvoll sind für eine Frau und wichtig. Hier ist auch eine Situation dargelegt, eine Verbesserung dargestellt von einem großen Kummer. Dieser Kummer hat mit einem schicksalshaften, mit schicksalshaften Entscheidungen zu tun. Und hier kommt auf jeden Fall etwas Positives. Was vielleicht mit Verträgen zu tun hat, kann aber auch sein, dass hier eine Beziehung endet. Jedoch, so wie das hier liegt, ist es durchaus positiv. Wenn auch eine Herausforderung für dich. Mein lieber Skorpion, jetzt gehen wir in die Vertiefung. Du bist hier dargestellt in der weiblichen Hauptperson, liegst auch im Haus des Berges, weswegen ich gesagt habe, es sind ein paar Herausforderungen. Dein Gegenüber liegt hier dargestellt in der männlichen Hauptperson. Natürlich können dir auch anders geschlechtlich sein. Also das heißt, du kannst ein Mann sein, dein Gegenüber kann eine Frau sein. Das Gegenüber, wenn du Single bist, kann natürlich auch jede andere Person sein. Bedenke das bitte immer. Denn ich habe hier zum Beispiel zwei Frauen liegen, mit denen du eventuell beruflich verbunden bist oder mit denen du im medizinischen Bereich zu tun hast. Entweder arbeitest du im medizinischen Bereich, das kann hier sein, und oder dein Gegenüber, ja, und da ist irgendwie eine Situation, wo etwas endet, etwas Kummer macht. Ein Stillstand kann das sein. Jedoch dieses Ende, also die Kombination steht manchmal tatsächlich auch für einen Trauerfall. Das kann, es hört sich blöd an, ich weiß, lieber Skorpion, mit der Sonne nebendran und auch hier die Verbindung ist es aber, also wenn es um einen Trauerfall geht bei dir, eine Erlösung und es muss nicht dein oder die Thematik des Partners oder Gegenüber sein, sondern ich habe den Eindruck, dass es hier im bekannten Familienkreis, also im privaten Umfeld vielleicht ist. Ja, ich würd's eher sogar im privaten Umfeld ansiedeln oder auch weitere Verwandtschaft. So. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal genau an. Du liegst mit einer Herausforderung, was das Thema Hilfe und Unterstützung angeht, Arbeit. Vielleicht arbeitest du in einer Wohltätigkeitsorganisation. Das ist komischerweise das Erste, was ich reinbekomme. Oder unterstützt hier. Ebenso habe ich, wie gesagt, einen medizinischen Beruf hier liegen, der sehr gut liegt, würde ich mal sagen. Denn es liegt zwar nebendran die Mäuse, für die, die sich ein bisschen auskennen mit dem Lenormand, bei mir knabbern die Mäuse alles an, außenrum. Ja? Das sind immer Verluste. Die Mäuse sind aber kurzzeitige Verluste. Also es kann gut sein, dass es hier wirklich um den Gesundheitszustand von jemandem geht und da eben Gespräche da sind,
Informationen, Diskussionen sind da tatsächlich möglich. Die Konstellation, wie sie hier liegt, sagt mir, dass dieses Negative, dieses Thema eines Verlustes, also dieses Negative wird aufgehoben, ein Verlust wird aufgehoben. Irgendwas, was an einem nagt, das kann auch eine Belastung sein, dass hier irgendwie eine Klarheit reinkommt, dass sich eine Situation klärt. Ja, und damit dann etwas Negatives aufgehoben wird. Und ich habe den Eindruck, dass es hier um eine gesundheitliche Thematik geht. Und ihr wisst ja, wenn es bei euch ist, ich habe das nicht für euch drin liegen, sondern ich habe ja schon gesagt, es ist jemand in eurem Umfeld. Aber wenn es bei euch wäre, geht immer zu den entsprechenden Fachpersonen. Es ist, wenn es hier so prägnant drinnen liegt, dann sage ich das natürlich auch, ja. Wir schauen uns mal hier noch weiter was an. Ich habe hier ein paar Entscheidungen, die damit zu tun haben, dass sich etwas verändert. Und ich habe hier einen Umzug liegen. Ein Umzug, der hier eine Stagnation wegnimmt. Auch jetzt sehe ich gerade, da liegt noch ein Haus. Hey, das schauen wir uns gleich ganz genau an, denn die Häuser sind immer unser privates Umfeld. Also hier endet irgendwas mit einem Haus, ein Kummer, der im Haus ist und das Ganze ist schicksalshaft. Und ich muss es echt nochmal sagen, weil die Konstellation ist wirklich immer so. Ein belastendes Ende. Also das steht ja eh schon für Kummer. Das Kreuz noch nebendran, das ist aber auch ein schicksalshaftes Ende. Was es auch ist bei dir mit der Sonne, habe ich den Eindruck, dass es jetzt eben hier sich irgendwas klärt dadurch. Wir schauen uns die unterliegende Karte an. Die habe ich ganz vergessen, vor lauter Begeisterung dein Kartenbild zu deuten. Und hier unten drunter kommen die Vögel. Die Vögel stehen für Telefonanrufe, Kommunikation, ein bisschen für Stress und Unruhe leider auch, für Geplapper, für Geplauder, für Kommunikation hauptsächlich bei mir. Und da kann Kommunikation per Telefon gemeint sein, dass viele Telefonate stattfinden. Ja. Und natürlich auch so ein bisschen eine Stresssituation ist ja auch angezeigt, weil man so ein bisschen unter Druck steht. Wir schauen uns mal hier das Haus an. Das Haus liegt in den Mäusen. Also entweder kommt hier eine erschreckende Nachricht ins Haus, die mit einem Verlust zu tun hat. Oder es muss hier ein Haus repariert werden, dass hier irgendein Stillstand in einem Haus, wegen einem Haus ist. Und da muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden, was es auch ist. Die Entscheidung wird getroffen, also dieses Negative wird beendet. Wir gehen mal, ich habe tatsächlich hier den Umzug liegen und zwar direkt vor. Eigentlich vor dir sogar, also das ist ja die Linie, die Zukunft anzeigt. Hier ist ein Konflikt mit dem Thema Geld, Finanzen und die Fische stehen aber auch für eine seelische Komponente und gerade mit dem Mond hier ist es auch ist noch mal so eine Belastung angezeigt, eine energetische Belastung. Würde ich sagen, das kann alles sein. Das kann einfach gerade eine anstrengende Zeit sein, dass du viel arbeitest oder hier gerade eben einiges mit den Finanzen zu regeln hast. Da sehe ich hier schon so ein paar Themen. Was ich hier auch sehe, ist, dass du hier vielleicht durch einen medizinischen Beruf Geldeinnahmen bekommst oder du arbeitest im medizinischen Beruf oder du
Oder dein Gegenüber, das kann hier auch sein, ja. Und da liegt der Erfolg drauf. Der Erfolg, der schicksalshaft ist, liegt da drauf. Hier ist noch eine Unklarheit im Verborgenen. Die dürfte sich allerdings auch klären, weil die Mäuse dran sind. Und die Herausforderung liegt hier in der Arbeit, an etwas arbeiten. Und dieses an etwas arbeiten kann natürlich den Beruf betreffen, aber du weißt ja, man kann an viele Sachen arbeiten. Also es kann auch sein, dass du an etwas arbeitest, was eine Arbeit für einen Freund zum Beispiel. Oder ein Freund arbeitet hier mit Gesprächen mit dir. Das kann auch gut möglich sein, dass es da Gespräche um die Arbeit gibt, Diskussionen um irgendwas in der Firma, in einer Behörde. Ich habe hier auch liegen eine, ja, das kann jetzt eine Vermietungsfirma sein, das kann auch ein Thema sein, dass du hier eine Reparaturfirma beauftragst und da hier eine Order machst und die wird jetzt dann aber auch sehr gut. Und da sind noch so ein paar Diskussionen. Ich habe die Sonne dran. Die Sonne ist hier immer das Beste überhaupt. Und ich habe ja vorhin schon am Eingang gesagt, die Sonne liegt hier wirklich gut, denn die liegt an diesen sehr schweren Karten dran. Und das finde ich immer ganz prima. Außerdem liegt es ja auch noch an dieser Situation dran und von daher bin ich schon begeistert. Man sieht deutlich, also man sieht es hier und auch hier, dass so ein bisschen Energieverlust stattfindet. Irgendwie ist gerade was anstrengend in deinem Leben. Vielleicht eine Arbeit, vielleicht eine Aufgabe, eine Berufung. Und wie gesagt, irgendwas, woran du arbeitest. Du selber liegst hier im Haus des Berges. Also ich habe den Eindruck, dass du dich gerade auch über so einen Berg, also das kann jetzt Schreibkram sein, das kann was sein, was du einfach, wo es dir schwer fällt, es anzugehen. Das kann eine Information sein, die du dir einholst. Und da geht nichts vorwärts. So wirklich. Also dieser Berg können verschiedene Sachen sein. Also, aber es ist für dich eine Herausforderung, auf jeden Fall, da an etwas zu arbeiten. Das ganz Tolle, was ich hier habe, mein lieber Skorpion, wenn ich das so mache, habe ich die nächste Lieblingskonstellation. Wenn denn dann schon der Berg in dem Kartenbild auftaucht. Hier zeigt es mir an, dass der Berg auch eliminiert wird und da kann gut möglich sein, dass hier ein Gegenüber, eine männliche Hauptperson oder ein anderes Gegenüber dir zur Hilfe kommt. Ich habe ja gesagt, es kann auch gut sein, dass das eine Frau ist oder zwei Frauen und es können auch drei Personen sein, ja. Was ich ebenfalls ganz gut finde, ist, dass hier ein Kummer vom Gegenüber beendet wird. Also irgendeine belastende Situation. Also auch bei dem Gegenüber stelle ich das fest. Kann natürlich auch sein, dass du hier in Gedanken natürlich sehr verbunden bist mit dieser Person. Und hier endet eine Belastung, eine belastende Situation. Dieses Gegenüber kann auch sein, dass der gerade so ein bisschen, ja, entweder im Stillstand ist oder gerade so ein bisschen Schreck hat. Dieses Gegenüber ist auf jeden Fall wertvoll, ja. Definitiv. Auch wenn da gerade ein Kummer da ist, dieses Gegenüber ist ja auch beschützt oder beschützend, sagen die Karten.
Und das Gleiche trifft auf die Frau hier zu. Eine Frau mit oder zwei Frauen, die schicksalshaft hier Thema sind und an die du denkst. Ja? Was ich ebenfalls sehr schön finde, ihr wisst ja, die Schlange ist auch immer so die Thematik Umwege, Komplikationen, die werden mit der Sense ebenfalls abgeschnitten. Umgekehrt heißt es aber auch, dass es darum geht, jetzt den Fokus zu halten. Denn die Sense ist auch etwas, die mit dem Fokus zu tun hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich so ein bisschen die Schwierigkeit hier. Denn wie ich ja gesagt habe, die Mäuse knabbern alles an. Also auch so ein bisschen die Sense, bevor die Sense natürlich hier dann alles platt macht. Was es auch ist, woran du arbeitest, vielleicht brauchst du Hilfe und Unterstützung in irgendeiner Weise. Und das ist für dich die Herausforderung, diese Hilfe und Unterstützung anzunehmen. Wichtig ist, dass du daran arbeitest. Und dass der Fokus bleibt, denn leider Gottes, übers Rösseln habe ich auch die Konstellation, dass eine Arbeit jetzt hier abgeschnitten wird. Eine Arbeit im Medizinischen, eine Arbeit in der Natur, eine Arbeit mit Freunden beendet wird. Also da ist so ein bisschen so das Thema drinnen. Kann auch sein, dass du mit Freunden jetzt etwas ausklügelst, um etwas loszulassen. Das kann auch sein, ja? So, dein Gegenüber, kann auch schon lange an etwas arbeiten. Und da habe ich so ein bisschen das Thema hier liegen, dass irgendwie was nicht klar ist. Die Mäuse liegen im Haus der Sterne und die Langfristigkeit oder die weitere Planung, und das kann dann auch wieder mit dem Geld zu tun haben, eine gesunde Finanzierung fällt mir jetzt zum Beispiel ein, wäre hier. Oder ein Finanzplan, ne? Irgendwie sieht mir das hier nach einem Finanzplan aus, der zu machen ist. Und da kann es natürlich dann auch die Diskussionen geben. Mit jemandem von der Bank, ja, weil da habe ich ein. Also hier scheint auch irgendwie etwas, da scheint was zu glücken mit einem Berater von der Bank. Das ist immer so eine einflussreiche Person, Kraft und Durchsetzungsvermögen. Ich habe hier aber auch liegen, dass hier so ein bisschen, das Glück auch angeknabbert ist. Also irgendwie scheint da eine Investition eine Herausforderung zu sein. Also entweder verzögert sich das oder der Plan geht nicht so auf. Denn hier ist keine Klarheit und hier kommt Klarheit definitiv rein. Aber irgendwie ist es so eine Situation, die nicht so ganz auf dem Bildschirm gerade ist. Ich habe hier Investitionen, die eine Entscheidung brauchen und die Lösungsfindung, das ist ja immer mit der Irrgartenkarte oder mit dem Labyrinth, sind so ein paar Lösungen, Alternativen mit einer Reise, mit einem Wunsch, einer Sehnsucht, die hier Kummer machen und sich eigentlich klären wollen. Aber wie gesagt, mit dem Sarg habe ich da auch wieder den Stopp drinnen. Wir schauen uns mal die Mitte an. In der Mitte habe ich hier sehr schöne Karten. Ich habe die positiven, glücklichen Veränderungen.
die allerdings schicksalshaft sind und hier Belastungen beenden sollen. Ich habe hier einen glücklichen Neuanfang innerhalb einer Familie oder mit ist interessant, ich bekomme bei der Karte gerade so das Thema Eigenermächtigung rein. Vielleicht hast du hier auch Verhandlungen zu führen mit einer wichtigen Person. Das kann auch sein. Und die Verhandlungen ziehen sich ganz schön hin. Das würde hier tatsächlich auch dazu passen, was ich hier so sehe, dass ich hier wichtige Verhandlungen über eine Investition, dass die sich ganz schön hinziehen. Die Lilie kann auch ein Notar sein. Komisch, dass ich wieder einen Notar reinbekomme. Aber ich habe ja hier auch das Haus zweimal dran. Also es kann, wie gesagt, um diesen Vertragsabschluss mit einer Wohnung gehen, mit einem Haus oder irgendwas in der Familie, was jetzt endet und was noch getätigt werden darf. Das Schiff ist auch interessant. Das war jetzt schon lange nicht mehr Thema. Mir kommt gerade Thema Erbschaften rein. Es ist gut möglich, dass dieses Tauziehen, was man hier so sieht, mit dem Thema Erbschaften zu tun hat. Und Erbschaften, da geht's dann, da passt es dann auch, dass hier ein Verlust war, ein Begräbnis war. Und man jetzt sich eben die Nachlassverwaltung, das ist das Wort, das ist das Wort, was raus war. Die Nachlassverwaltung kann hier ein Thema sein. Der Turm steht ja immer für die Firma und die Behörde, liegt hier im Haus Schlüssels. Also mit Sicherheit geht es hier um ein Ende, um ein häusliches, um eine Veränderung in der Häuslichkeit. Und die Behörde, die ist hier, liegt mit dem Schlüssel sehr gut, das muss ich gleich sagen. Allerdings habe ich hier einen Neuanfang. Oh, was habe ich denn hier? Ich habe einen Neuanfang, was die Liebe angeht. Oder ein Herzensprojekt. Vielleicht machst du irgendwie gerade irgendwas Neues, was dir sehr am Herzen liegt. Und das kann natürlich mit einem Umzug zu tun haben. Oder du überlegst hier eine neue Wohnmöglichkeit. Und natürlich habe ich hier auch noch das Thema, also Neuanfang ist ja auf jeden Fall positiv. Und aber trotzdem schwierig. Trotzdem sind hier so ein paar Schwierigkeiten zu sehen. Ich habe hier viel Kommunikation über Verträge, aber auch Verträge, Beziehungen, Dinge, die enden dürfen, Kreisläufe. Das können auch manchmal Gewohnheiten sein, die sich verändern oder die jetzt geändert werden sollen. Das kann auch ein Versprechen sein, was es hier Thema ist. Schauen wir mal mit einem anderen Blick drauf. Der Storch kann eine herzliche Frau sein, die hier jetzt mit Entscheidungen zu tun hat, die wichtig sind für die weitere Zukunft. Das kann eben alle Themen beinhalten. Auch ein Umzug kann das beinhalten. Und ich habe hier auch wieder zwei solche Frauen da liegen. Dann habe ich hier also Kinder habe ich auch drin liegen. Wenn du Kinder hast, kann das natürlich auch immer, wie gesagt, jemand in deinem Umfeld betreffen. Deswegen sage ich es immer dazu, wenn du Kinder hast. Wenn nicht, dann ist auch gut. Dann ist es eben vielleicht eins von den anderen Themen. Hier ist ein Bruder zum Beispiel zu sehen oder ein jüngerer Mann,
der in der Öffentlichkeit ist, der hier mit einer, also eigentlich eine Idee hat, aber die Idee muss in die Umsetzung kommen. Und da sehe ich gerade so ein paar Komplikationen und Schwierigkeiten, die hier angezeigt sind, um das Ganze stabil zu machen. Das kann, wie gesagt, wieder mit dem Thema Investition zu tun haben. Und ihr wisst ja, eine Investition, ich sehe hier durchaus das Thema einer geschäftlichen Geschichte, gerade auch mit dem Bär hier unten. Aber man kann natürlich in mehr Dinge investieren. Ja, es gibt ja auch das Thema Zeit investieren in irgendwelche Projekte, die du vorhast. Und da kann hier etwas, also zum einen habe ich das Thema hier liegen. Es geht um zwei solche Entscheidungen, die hier Thema sind, zwei Möglichkeiten, zwei Lösungen zu finden. Der Storch sagt mir hier auch, es könne Belastungen da sein, schicksalshafte Veränderungen. Die Konstellation ist im Übrigen immer ein Umbruch, der sich hier ankündigt, mein lieber Skorpion. Und ich muss jetzt echt mal sagen, ich habe das in den Augustlegungen so viel gerade, die Konstellation in allen möglichen Variationen, aber die zwei zusammen kann wirklich ein Umbruch sein, der hier bei dir Tatsache oder kommt, der jetzt hier kommt. Dieser Umbruch hat mit dem Thema Häuslichkeit zu tun. Irgendwas im Haus, in der Familie, was mit dem Thema Stabilität und Sicherheit zu tun hat. Dieses Thema Stabilität und Sicherheit, da ist auf jeden Fall ein großer Aspekt dabei, an dem du arbeitest oder an dem jemand arbeitet. Denn, wie gesagt, hier liegt das Haus in den Mäusen. Eine Unsicherheit, eine nicht stabile Basis darf hier auch beendet werden. Es kann auch sein, dass sich hier jetzt etwas durch ein schicksalshaftes Ende zum Positiven verändert, denn das sind die Mäuse tatsächlich auch gerade mit dem Glück nebendran. Und das wäre tatsächlich auch, dass etwas Negatives rausgeht. Hier ist was Positives, weil jetzt eine Klarheit kommt, und zwar für einen langfristigen Plan zum Beispiel. Denn den Plan habe ich hier auch, viele Pläne liegen hier, irgendwas, was auf die Welt kommen will, aber das macht hier noch so ein bisschen Kummer. Der Mond sind immer Gedanken und Gefühle, und der Mond im Lennon-Mo ist aber der Erfolg, dass hier etwas vielleicht auch plötzlich erfolgreich wird. Und ich habe den Eindruck, mein lieber Skorpion, ich habe hier zwei Themen. Ich habe einmal das Thema mit einer Erbschaft, mit irgendwas Geschäftlichen. Und das andere Mal habe ich hier noch ein Thema liegen. Also die beiden, die dich hier wirklich beschäftigen können, ein Thema mit einem Haus oder einer Familie oder dass du irgendwas absicherst. Ich habe hier zum Beispiel auch einen Vater liegen, ein Vater, der vielleicht hier einen Neuanfang machen möchte. Und ich habe hier auch den Eindruck, wenn dein Vater zum Beispiel hier gerade kränkelt und so ein bisschen einen Konflikt hat mit einem Plan. Vielleicht ist hier das Thema, dass jemand ins Altenheim muss. Das habe ich ja auch so ein bisschen, weil letztendlich verbessert sich eine Situation, auch wenn hier so dieses Hin und Her zu sehen ist, ja.
Und der Vater kann auch weiter weg sein und dadurch kann sich das Ganze erschweren. Und natürlich kann es auch um einen Vater gehen, der hier vielleicht ein Testament gemacht hat oder jetzt von dem anderen Gebrauch macht. Vielleicht braucht ein Vater auch medizinische Hilfe und da ist irgendwas zu regeln. Denn, wie gesagt, die Konstellation spricht schon sehr dafür, dass hier auf lange Sicht jetzt irgendwie da eine Veränderung reinkommt. Es ist gut möglich, dass der ein oder andere von euch hier innerhalb der Familie irgendwie was zu klären hat mit Altenheim, mit Begräbnis, mit solchen Dingen und da vielleicht ein Haus zu verkaufen ist, ein Haus aufzulösen ist. Solche Themen liegen hier ziemlich zentral und da dich dein Gegenüber tatsächlich hier auch unterstützen kann. Was ganz anderes. Also kann eine ganz andere Situation sein, meine ich damit, ist, dass das Gegenüber hier in die Mäuse schaut. Also auf irgendwas macht dieses Gegenüber sich Sorgen. Und dieses Gegenüber hat gerade wenig Klarheit mit dem Thema, woran er arbeitet. Bei einem Neubeginn. Also ich habe den Eindruck, dass diese Person hier irgendwas Neues vorhat, irgendeinen Plan, irgendeine neue Aktivität. Ich habe aber auch den Eindruck, dass hier vieles, was nicht in Ordnung war, vieles sich hier tatsächlich jetzt klärt, ne? Da klärt sich einiges. Also was nicht klar war, diese Unklarheiten und die scheinen eine ganze Weile bestanden haben, die klären sich jetzt. Ich habe hier auch eine wichtige Person, kann eine höher gestellte Person sein, die hier reinkommt für einen Neuanfang. Wie gesagt, irgendetwas, was dir am Herzen liegt. Und der Fuchs, wir haben nur einen Fuchs hier und der Fuchs, der verschwindet hier raus. Also Nachrichten werden hier geprüft, Informationen, die reinkommen, werden geprüft. Und was ich auch schön finde, die Mäuse, ich weiß noch, wie ich schon gesagt habe, die nehmen die Unklarheiten weg. Da kommt also ganz viel Klarheit rein. Wenn auch etwas, also einmal etwas zögerlich bei dem einen Projekt, sage ich jetzt mal, bei der einen Thematik. Ich habe ja schon gesagt, scheinen hier zwei verschiedene Dinge zu sein, die gerade wichtig sind und bei dem anderen etwas verzögert. Also einmal schnell und einmal verzögert. Hier scheint es irgendwie um Geld aus der Öffentlichkeit zu gehen. Das liegt nämlich direkt bei dir und da habe ich die Herausforderung. Vielleicht, also wie gesagt, Thema Erbschaft ist ein Thema, mit der Sonne klärt sich da aber einiges. Und wie gesagt, das kann hier vielleicht auch ein Notar sein, ja, der das Ganze dann klärt. Kann aber auch ein anderes Geld aus der Öffentlichkeit sein, was sich da dann aufklärt und was dann die nächsten Schritte voranbringt. Ganz interessant finde ich, mein lieber Skorpion, dass ich hier diese Irrwege drinnen habe
Und die andere Wegekarte nicht. Also ich habe den Eindruck, dass du hier wirklich dabei bist, gerade diese ganzen Lösungen zu finden. Und das ist so ein Prozess, der ein bisschen anstrengend ist. Und im August habe ich den Eindruck, kommt hier dann auch eine Veränderung, weil hier eine Entscheidung, hier ist eigentlich keine Entscheidung, keine Lösung. Eine Entscheidung, die etwas beendet, eine Entscheidung, eine Lösungsfindung endet hier und da ist die Veränderung angezeigt. Eine Veränderung, die sehr lange gebraucht hat. Also man sieht hier tatsächlich, dass es wie so ein Stück Kaugummi ist. Interessant. Ich habe die Legung vor dir war, glaube ich, der Stier, wenn ich mich richtig erinnere. Und beim Stier, ich meine, es war der Stier oder war es der Löwe? Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber da war auch so ein Kaugummi-Effekt zu sehen, dass irgendwas sehr, sehr lange dauert. Also auch die Veränderung hier dauert sehr lange. Eigentlich oder hat lange gedauert. Es war ein richtiger Entscheidungsprozess oder Lösungsfindungsprozess. Das spricht natürlich auch wieder hier für eine Thematik mit einer Firma, Behörde oder mit einer Selbstständigkeit. Und ihr Süßen, wenn ich sage Selbstständigkeit, es kann einfach auch darum gehen, dass du dich von etwas unabhängig machst, ja? Zum Beispiel von einer Familie, weil es hier einfach so gegenüber liegt, dass du hier dich aus einem Familienkreis vielleicht verabschiedest. Kann ja sein, dass es um eine Trennung geht, eine häusliche Trennung. Und natürlich, wie gesagt, Hauskauf kann auch sein oder das Thema mit der Erbschaft, das liegt ja hier auch. Des Weiteren kann einfach dein Wunsch das Thema sein, dass hier ein Wunsch nach Veränderung Thema ist, denn ich habe hier so dieses Thema der Hoffnung. Auf die Hoffnung auf Verbesserung, die liegt hier ganz deutlich sichtbar. Die Hoffnung auf eine Verbesserung, zum Beispiel durch eine Reise, durch einen Umzug. Und die Hoffnung nach Verbesserung, kann natürlich auch das Thema der Finanzen angehen, dass hier auf finanzieller Ebene, arbeitstechnischer Ebene eine Verbesserung reinkommt. Ich habe hier im Übrigen auch zwei Dinge, bestätigt sich gerade nochmal. Ich habe ja gesagt, es sind zwei Dinge, an denen du vorrangig arbeitest im August. Und zwei wichtige, das sind immer wichtige Entscheidungen. Also die Entscheidungen sind wirklich wichtig. Die beeinflussen auf jeden Fall nachhaltig dein Leben. Also schicksalshafte Entscheidungen. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass hier auch auf Grund von Unklarheiten etwas rausgezögert wird. Ob das jetzt positiv ist oder weniger positiv, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Der Faktor Zeit scheint hier auch rauszugehen, denn das ist der Fuchs. Also ich habe, das Schiff ist ja auch so das Thema Geduld, eine langsame Entscheidung. Das Schiff ist ja langsam. Jedoch, mein lieber Skorpion, das Pferd liegt im eigenen Haus. Und das Pferd im eigenen Haus, eine Karte im eigenen Haus, sagt immer, Angebote, Chancen, jetzt etwas in die Aktion bringen, jetzt nach vorwärts gehen, ist wichtig und schicksalshaft.
Vielleicht kommt hier auch ein schicksalshaftes Angebot von einer Frau oder zwei Frauen, das kann auch sein, was dann zu überprüfen wäre. Und trotzdem hast du hier so ein bisschen mit einer Nachricht dann auch einen Konflikt. Bist hier oder eine Diskussion. Da geht es um eine Diskussion. Entweder um irgendwelche finanziellen Themen, da ist ein Konflikt zu sehen. Diese Aktivitäten, die bringen hier auf jeden Fall Glück, ja. Doppeltes Glück habe ich hier liegen, auch mit dem Gegenüber. Ein Gegenüber, der hier wirklich wichtig wird für dich mit den Engelsflügeln nebendran. Dieses Gegenüber kann auch sein, dass dieses Gegenüber ganz plötzlich eine Lösung bietet für eine häusliche Situation. Das ist ebenfalls möglich, um etwas zu beenden, um einen Kummer mit einem Umzug, mit einer häuslichen Veränderung, sage ich jetzt einfach mal, weil es weitergefasst ist, zu. Ich sage jetzt mal zu regeln. Und das kann eine Frau sein, zwei Frauen können das sogar sein. Das kann eine Person sein im Finanzbereich. Das kann eine Person im medizinischen Bereich sein. Also ich habe hier, sehe ich gerade auch einen Arzt liegen. Ich habe des Weiteren da jemanden liegen. Also Finanz habe ich schon gesagt, ein Arzt habe ich schon gesagt, jemand, der einfach eine gewisse, und das kann diese Person sein, die hier für den Neuanfang sorgt. Also ich habe den Eindruck, da kommt eine wichtige geschäftliche Person rein, die eine gewisse Entscheidungsbefugnis hat. Und die ist wirklich wichtig. Vielleicht, wie gesagt, hat es auch mit einem Altenheim zu tun. Kommt mir immer wieder rein, Altenheim. Warum auch immer. De facto habe ich hier den Umzug. Den Umzug auch mit einer Familie oder innerhalb einer Familie, für eine Familie, für einen Vater. Vielleicht geht es auch hier um deinen Bruder. Das kann ich nicht ausschließen, lieber Skorpion. Dass da langfristig eine Stabilität reinkommt. Also de facto wird hier auch an dem Thema Stabilität gearbeitet, irgendwas, was sich absichern soll. Mein lieber Skorpion, ich habe den Eindruck, dass ich jetzt alles gesagt habe, also Angebote und Chancen, die reinkommen für eine Investition. Aber da ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Prozess, der hier angezeigt ist, auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite habe ich hier fast den Eindruck, dass so ein paar Chancen Gefahr laufen, verpasst zu werden. Denn diese irgendwas, was hier im Sommer schicksalshaft ist, abgeschlossen zu werden, kann nur abgeschlossen werden, wenn hier auch eine Aktivität stattfindet. Also eine Investition kann ja auch einfach sein, dass man jetzt aktiv wird und in etwas, was zu regeln ist, da auch aktiv wird und das in die Hand nimmt. Das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die dir Kummer gemacht hat, ja, eine Entscheidung, die du nicht einfach so aus dem FF mal ganz spontan triffst, sondern du überlegst dir hier wirklich etwas ganz, ganz genau. Und das wird letztendlich auch auf jeden Fall den Erfolg bringen, mein lieber Skorpion.
Diese Komplikationen und diese Belastungen, die hier angezeigt sind, entweder bei den zwei Frauen oder einfach durch ein paar Schwierigkeiten, die werden sich hier auch auflösen und das finde ich echt gut. Und ich habe den Eindruck, dass also das Kreuz ist ja auch immer mal so eine Lernaufgabe. Irgendwas, was es dann dadurch, was man an Erfahrungswerten mitnimmt, habe ich den Eindruck, kommt da rein. Also viel Information vielleicht, die hier auch Thema ist. Oder einfach ein Erfahrungsschatz, der hier Thema sein kann. Und diese Person kann auch sein, dass die einen gewissen oder diese Person einen gewissen Erfahrungsschatz hat. Ich bekomme noch etwas rein, weil ich hier diese Konstellation habe. Sollte hier eine Anfrage für eine Investition keine Lösung darstellen und besteht ein kleiner Prozentsatz, dass hier irgendwas abgelehnt wird von einer Bank. Dann ist es aber positiv. Ich weiß, es hört sich wieder doof an, aber dann kommt was Besseres, ja? Weil ich hier wirklich so eine Konstellation habe, keine Klarheit und die Klarheit geht erstmal raus. Man meint, dass eine Verbesserung stattfindet und dann kommt aber wie so ein Rückschritt. Also sowas habe ich hier drin liegen. Und das wäre dann aber gut. Wie gesagt, ich weiß, es hört sich blöd an, ist aber so, weil es sich dann, irgendwie habe ich den Eindruck, die nächste Tür öffnet, um etwas noch besser hinzubekommen und zwar langfristig noch besser hinzubekommen. Also mein lieber Skorpion, ich bin hier wirklich gespannt, was du mir hier unten drunter schreibst, was bei dir Thema ist. Natürlich kann nicht alles bei dir Thema sein, um Gottes Willen. Das wäre fast ein bisschen viel. Aber schreib mir gerne unten in die Kommentare, was es bei dir ist, ob es die Erbschaft ist, der Umzug oder dass du hier ein Familienmitglied Altenheim technisch unterbringen darfst, dass du hier langfristig an einem Projekt arbeitest. Ich habe hier auch eine neue Liebe liegen, im Übrigen. Oder ein Neuanfang mit einem Herzensprojekt. Das Herz habe ich weiter nicht liegen, deswegen habe ich eher den Eindruck, dass es um ein Herzensprojekt geht. Irgendwas, was dir am Herzen liegt. Und eine neue Selbstständigkeit habe ich hier auch liegen. Irgendwas, wo du vielleicht schon selbstständig bist, wo du eine Firma hast und da kommt jetzt noch mal was Neues. Irgendein Zusatz, der noch dazu kommt. Kann auch im Kommunikationsbereich sein. Im Übrigen, dass hier im Kommunikationsbereich da Verträge laufen, beziehungsweise ich würde fast sagen, sich umändern. Alte Verträge vielleicht rausgehen und jetzt neue Verträge reinkommen. Das gilt, wenn du im Kommunikationsbereich arbeitest. Also, mein lieber Skorpion, ich bin echt gespannt, was du mir unten drunter schreibst. Ich wünsche dir einen fantastischen August. Drück dir ganz fest die Daumen, dass sich das alles wirklich zu deinem Wohl ändert. Freue mich über jeden Daumen nach oben, über jedes Abo natürlich sowieso wie Bolle und über jeden lieben Kommentar. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute. Tschüss.